Hallo nochmal, ich wollte nur noch sagen, es gibt jemanden, der was behauptet. Ich habe Videos hochgeladen, also oder ein Video gegen ihn hochgeladen. Ja, wenn auf YouTube irgendwer Video findet, wo ich gegen eine bestimmte Person etwas sage, dann schreibt es in die Kommentare rein oder schreibt es mich direkt an. Ich war jetzt eine Woche gesperrt, deswegen war ich jetzt eine Woche aktiver auf einer Plattform unterwegs. Warum soll ich jetzt, wenn ich in der Woche auf YouTube gesperrt bin, auf keiner anderen Plattform unterwegs sein? Da gibt es ja keinen Grund dafür, ja. Dort war ich jetzt aktiv unterwegs und dort habe ich auch kein Video hochgeladen, was gegen irgendeine andere Person ist, ja. Diese Person hat das wie. Bildet er sich nur. Diese Person, ja, er oder sie, egal, bildet sich das nur ein, dass ich etwas hochgeladen habe. Auf der anderen Plattform. Man kann auf der anderen Plattform alle meine Videos anschauen. Ich habe nichts auf privat gegeben oder gelöscht. Ich rede da nicht über wem anderen. Ich habe mich nur ausgelassen einmal, eben weil ich eine Sperre bekommen habe. Darüber habe ich mich ausgelassen. Aber gegen keine Person. Ja? Weil das ziehe ich nicht mit rein auf YouTube oder auf einen anderen Kanal. Das mache ich einfach nicht. Das mache ich mir entweder persönlich aus und nicht jetzt das so auf YouTube. Das ist ja Kinderkacke. Oder auf anderen Kanal mache ich auch nichts. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe jedenfalls nicht mich jetzt gegen ihn auslassen. Egal auf YouTube, egal auf einem anderen Kanal. Es ist einfach. Und wieder und so Sachen wie, wenn gesagt werden, ja, ich habe keine Angst, wenn es unbedingt willst, komm. Es interessiert mich nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das geht nur wirklich vorbei. Ja, die Sache ist für mich erledigt. Deswegen ist es vorbei für mich. Ja, ich tue jetzt da nicht ewig lang nachdenken drüber. Ja, ich habe überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht, bis ich ein bestimmtes Video gesehen habe. Ja, werde ich jetzt nicht den Link dazu schicken, weil ich auch jetzt da nicht ein Beef oder so haben will. Ja, für mich ist die Sache erledigt. Ich bin alt genug, dass ich sagen kann, die Sache ist für mich erledigt. Fertig. Es gibt natürlich andere Personen, die können das nicht. Die müssen jetzt immer weitermachen und suchen jetzt irgendwie einen Grund, ja, zu streiten oder irgendwas. Ja, für mich ist die Sache einfach erledigt. Einfach erledigt. Ja, ganz einfach. Das ist. Da muss ich jetzt auch nicht viel drüber nachdenken. Ich habe nur bei dem einen Video gedacht, was ich gesehen habe. Also, falls ich gemeint sein sollte bei dem Video, habe ich mir gedacht, okay, gut. Werde wahrscheinlich ich gemeint sein, aber egal, okay, gut. Wo habe ich etwas gegen jemanden gesagt? Auch nicht auf der anderen Plattform, wo ich unterwegs bin, habe ich auch nicht gemacht. Ich habe mir gedacht, was, wo? Okay, gut. Ich weiß nicht, was du für ein Video angeschaut hast, aber gut. Ich habe nie irgendwo irgendwas gesagt. Und wenn es so sein sollte, dann kann derjenige ja das kommentieren, das lese ich dann und dann weiß ich wenigstens, welches Video gemeint ist. Aber es ist, ich habe gegen nichts jemanden was gesagt. Also es ist einfach nur, für mich, es ist etwas Privates, das will ich jetzt auch nicht auf YouTube auslassen, auch nicht auf anderen Plattformen. Die Sache ist für mich gegessen. Vorbei, erledigt, ja. Nicht von meiner Seite aus, aber egal. Für mich ist die Sache erledigt somit, ja. Und das lasse ich jetzt auch nicht auf die Plattform hinaus, weil es ist für mich einfach erledigt. Ich stehe da drüber und ja, soll jetzt noch kommen, was will. Ich werde dazu jetzt nichts mehr sagen. Mir ist es egal. Ich wollte nur gerade stellen, dass ich gegen keinen was gesagt habe. Und wenn, dann könnte derjenige ja einen Kommentar ablassen oder irgendeine Beschwerde geben oder was weiß ich, ja. Und falls er das nicht macht, ja, dann würde ich gerne wissen, was für ein Video gemeint ist, welcher Plattform das Video, und welches Video das sein soll, ja, weil da gibt es keines. Aber gut, so viel dazu. Jetzt sind schon wieder fast 5 Minuten, ich höre auf. Ich wollte es ja nur gerade stellen, dass die Geschichte für mich erledigt ist. Ich habe schon gar nicht mehr daran gedacht, bis ich das Video zufällig gesehen habe. Gut, ist okay.
Aber für mich war die Sache vorher schon erledigt. Ich hab andere Sachen, ich habe andere Sorgen als so ein Kindergarten. Ich habe andere Probleme als jetzt da. Ich werde mich auf kein Bier einlassen. Das ist ja, Punkt fertig. Und ich werde jetzt auch keinen beschimpfen hier, ja. Ich werde jetzt hier jetzt auch zu keiner sagen, was weiß ich, du so und so oder du bist das und das oder du bist sowas oder sowas, ja. Was derjenige am Kanal ausgelassen hat. Das mache ich einfach nicht. Ich bin alt genug, um drüber zu stehen, um es hinter mir zu lassen. Ja. Fertig, ist die Geschichte. Ich brauche jetzt mich auch an niemanden rächen oder wie gesagt, das ist für mich einfach erledigt. Ja, ich habe jetzt da nichts mehr damit zu tun und ich wollte halt nur deine Kommentare jetzt noch abgeben. Fertig. Also auf meinem Kanal wollte ich das Kommentar abgeben, nicht auf den anderen Kanal. Fertig. Für mich ist es einfach gegessen. Ja, man kann ja, man kann, wenn man erwachsen genug ist, dann. Ja, es ist halt so, gut, ist es halt so. Aber man braucht ja nicht irgendwas erfinden, dass ich ein Video gemacht habe über jemand anderen. Dann soll derjenige mir sagen, welches Video das war. Und dann irgendwie auf und dann beleidigen zu werden, ja. Mein Name ist nicht gefallen, ja. Aber trotzdem, die Person ist beleidigend geworden. Aber ich werde jetzt nicht beleidigen. Ich stehe drüber, ich bin alt genug. Ja. Ich weiß, ich habe nicht so viele Abonnenten, aber ich habe nichts. Ich habe ein paar Abonnenten. Ja, ich war jetzt eine Woche gesperrt. Und ich werde, wie gesagt, Highlights machen von bestimmten Sachen. Und ja. Schönen Tag euch noch. Tschö.